Hi, ich bin's Chris. Ich möchte euch heute einen kleinen Einblick in das neue Design geben, welches ihr hier schon sehen könnt. Das ist die Startseite. Komplett umstrukturiert, sieht nicht mehr aus wie das alte. Ist komplett neu, von Grund auf neu gebastelt, basierend auf dem Underscores-Team. Wie ihr seht, wirklich schlicht. Der Footer beinhaltet nur noch drei Punkte, keinen Schnickschnack wie unnötige Social Media Buttons. Die Buttons habe ich hier oben in die Ecke verbannt, klein und unscheinbar. Gegenüber der Suche, die ja immer noch einen wichtigen Teil, eine wichtige Rolle spielt. Dann das Logo, das neue. Genau, dann die Hauptnavigation, wie ihr sehen könnt. Mit dem könnt ihr euch durch die einzelnen Kategorien hangeln, wie ihr wollt. Das Slider ist jetzt der Mittelpunkt der Startseite, also beinhaltet die 10 aktuellsten Artikel und ja, könnt euch so durchklickern bzw. mit dem Mausrad durchbewegen und könnt halt so zu den einzelnen Artikeln kommen. Hallo? Jetzt. Die Artikelansicht, wie ihr seht, wird auch hier auf die Sidebar verzichtet. Wir haben jetzt 915 Pixel Platz, was auch wirklich genutzt wird oder genutzt werden wird. Der Kommentarbereich ist entschlackt worden, schön aufgeräumt. Genau, ihr könnt euch dann quasi, egal wo ihr seid, durch die Artikel hangeln, beziehungsweise durch die Kategorien. Die Kategorien erinnern wieder etwas an den alten Aufbau. Dann wird die Artikel untereinander dargestellt. Können den Content quasi direkt aus der Kategorieansicht genießen. Genau. Soll es auch schon gewesen sein. Was noch zu tun ist, ist die mobile Optimierung. Ein paar Bugs entfernen und ein paar Feinheiten. Noch ein paar kleine Spielereien für euch einbauen. Genau, dann muss getestet werden. Und genau da bräuchte ich eure Hilfe. Also wer Lust hat von euch, mich mit seinem Device zu unterstützen, sei es iPad, sei es Android-Tablet, sei es Notebook, sei es MacBook, sei es iMac mit 24, 27 Zoll, gebt mir Bescheid per Mail, per Twitter, Facebook oder Google+. Und ihr kommt exklusiven Einblick in das Ganze, dürft auch selber mal drin rumspielen und genau. So, das soll es gewesen sein. Euer Feedback ist willkommen, gerne in den Kommentaren oder wie gerade eben schon beschrieben, per Mail, Twitter, Facebook oder Google+.